Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Shalom. Ich habe mir für heute eine relativ coole Videoidee überlegt, würde ich sagen. Und zwar dachte ich, anstatt so einen Jahresrückblick, den jetzt hier irgendwie jeder macht, und es ist bei jedem halt ungefähr das gleich gewesen. Winter war kacke, Frühling war kacke, Sommer war Bombe. Bombe, wenn man es irgendwie wieder genießen konnte. Herbst wurde wieder so, und Winter kacke. Also, Leute, ich habe mir heute überlegt, dass ich euch so ein bisschen in meinen Kleiderschrank mitnehme, beziehungsweise ich habe mich gestern hingesetzt und dachte mir so, was für Klamotten habe ich dieses Jahr alles getragen? Und ich glaube, ich spreche für jeden, dass es hauptsächlich chillige Klamotten waren. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe euch rausgesucht, sofern ich mich jetzt daran erinnern konnte, welche Dinge ich 2020 am meisten getragen habe. Und ich habe das in Kategorien eingeteilt. Also es wird die Kategorie Schmuck geben, Schuhe, Taschen, Jogginghosen, Jeans, Pullover, T-Shirts, Jacken, ja, Oberteile. So, Sonnenbrillen, genau, also alles, was mit Klamotten zu tun hat, okay? Also, falls es dich interessiert, bleibt dran. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, weil ich überlege, dass vielleicht noch, wenn ihr Bock habt, dass ich das noch mit so Parfums und Kosmetik-Sachen, so Beauty-Produkten, Cremes und so, Schminke machen soll, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da, weil ich glaube, das könnte auch ganz interessant sein. Obwohl es da, glaube ich, für mich noch viel, viel schwerer wird, mich auf Sachen festzulegen, weil da habe ich wirklich sehr viel rumexperimentiert. Bei ein paar Sachen wird es mir, glaube ich, leichter fallen als zum Beispiel bei so Hautpflege, aber wollt es wissen oder nicht, Daumen hoch oder eben nicht. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum, sondern beginnen. Und zwar würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit Schuhen. Ich habe mich dafür einmal Boots und einmal Sneaker entschieden. Und das war für mich wirklich super, super einfach. Also bei Sneakern, sorry, dass die jetzt nicht so mega sauber sind, aber ich habe mich da für diese hier entschieden. Nach denen werde ich, by the way, so krass oft gefragt. Ich weiß nicht, ob das so ein Modell ist, was irgendwie nie so richtig seinen Hype hatte, aber ich finde, die erinnern mich optisch halt so ein bisschen an die Balenciaga-Sneaker. Nur, dass sie eben nicht so schweineteuer sind. Und ich muss sagen, ich habe mir versucht, die Balenciaga-Sneaker zu kaufen, beziehungsweise ich habe sie mir mal bestellt. Ich musste sie aber zurückschicken, weil die haben mir einfach nicht gepasst, weil man sagt ja, man soll eine Nummer kleiner bestellen, aber eine Nummer kleiner war bei mir wirklich zu klein. Dann dachte ich mir so, weiten die sich noch? Und dann habe ich im Laden mal die 39 anprobiert. Also ich habe eigentlich so 38,5. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Dann habe ich sie mir in 38 bestellt, das war mir zu klein. Im Laden hatte ich sie mal in 39 an, das war mir zu groß. Und dann war ich so, die sollen sich ja noch weiten, dann wird es ja blöd. Aber in 38 war halt wirklich schon so, dass ich dachte, für den Preis war es mir einfach zu risky. Deswegen nein, nein, nein. Und ich finde, die sehen so von der Mut, die sehen natürlich nicht eins zu eins gleich aus, ne? Aber von der Mut, sie sind auf einem guten Weg. Die sind super bequem, gefallen mir sehr, sehr gut. Aber ich glaube, die habe ich auch in der größeren Größe nehmen müssen. Genau, die habe ich in der Größe 40, obwohl ich eigentlich 38,5 habe. Also ja, hier die Adidas Falcon und das sind wirklich meine meistgetragensten Sneaker gewesen dieses Jahr. Aber die, ohne die könnte ich nicht mehr leben. Ich liebe die und ich kombiniere die auch voll oft mit Nike-Socken, weil ich weiß nicht, man macht das eigentlich nicht, aber ich finde, das sieht super aus. Was soll's? Warum macht man es eigentlich nicht? Ist doch so ein dummes Gesetz. Okay, kommen wir zu Schuhen. Und ich habe jetzt mal rausgenommen die Schlappen, die ich immer trage, wenn ich Gassi gehe, weil das habe ich natürlich auch sehr oft gemacht. Im Sommer war ich immer nur mit meinen Baller-Latschen draußen. Wenn wir mal solche Sachen weglassen bei Schuhen, sind das auf jeden Fall diese Schuhe hier. Und das sind die Doc Martens Sinclair Plateau oder so. Was ich an denen halt ganz cool finde, was ich aber ehrlicherweise noch nie benutzt habe, dass man theoretisch diesen Reißverschluss hier rausnehmen könnte. Und dann hättet ihr hier sozusagen nur, also hättet ihr auch so ein Schnürboot. Aber ich finde das so ganz geil. Also das sieht dann von außen immer so, steht so ein bisschen ab und ich mag das. Ich habe mir den in der Größe 38 geholt, obwohl ich halt wie gesagt 38,5 habe, weil ich meine Doc Martens ohne Plateau in 39 habe und die sind mir, ich war mit denen zum Beispiel auf dem Coachella und ich bin so oft gestolpert, weil die mir halt so ein bisschen zu lang sind und dadurch bin ich immer irgendwo gegengekommen und keine Ahnung. Und bei denen war das noch krasser, dadurch, dass sie so eine schwere Sohle haben, waren sie mir ein bisschen zu lang und durch das Schwere ist mein Fuß dann da drin immer so rumgeswitcht und dann meinten die noch, mach eine Sohle rein. Dann habe ich mir aber 38 genommen. Ich muss sagen, manchmal kommen sie mir ein bisschen zu klein vor, aber im Großen und Ganzen, also das sind Schuhe, die trage ich auch dann den ganzen Tag, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin oder so. Also die Schuhe sind wirklich bequem und was ich euch bei Doc Martens ans Herz legen kann, also ich musste die hier trotzdem ein bisschen einlaufen, weil die hier ein bisschen starr sind, also hier hinten. Das war bei meinen Doc Martens, bei den anderen nicht, weil ich achte bei Doc Martens immer drauf, dass sie aus diesem weichen Leder sind. Ihr seht, das ist nicht dieses normale Leder, das ist auch hier so ein bisschen ausgefranst, würde ich sagen. Ich finde das richtig, richtig hübsch. Aber das würde ich euch bei Doc Martens immer empfehlen, weil meine Doc Martens ohne Plateau heißen Pascal, dieses Modell. Und ja, die hier, glaube ich, halt Sinclair. Ich mag halt, dass die dieses weiche Leder haben, dadurch müsst ihr, also die anderen musste ich gar nicht einlaufen, die hier ein bisschen, weil die hier so ein bisschen starrer waren. Also da hatte ich auch schon teilweise wirklich blutige Hacken. Ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn das ja auch noch hart gewesen wäre. Also, aber trotzdem, jetzt habe ich sie eingelaufen und die sind wirklich
toll. Tolle Schuhe und die sehen einfach saugeil aus. Also zu jeder Größe, auch egal ob ihr groß seid, juckt doch nicht. Das sieht einfach geil aus. Okay, kommen wir zu meiner Zweitlieblingskategorie und zwar Taschen. Da habe ich mich jetzt schweren Herzens für eine einzige entschieden, abgesehen jetzt von der, die ich zum Einkaufen mitnehme, in meinen großen Longchamp-Shopper. Die habe ich euch auch in meinem Designer-Taschen-Video schon gezeigt. Es war wirklich nicht schwer, mich zu entscheiden, denn meine meistgetragene Tasche dieses Jahr, wenn es einfach mal schnell gehen muss, finde ich die einfach, das ist einfach so eine Tasche, die kannst du grabben, alles passt rein, die sieht trotzdem schön aus und das ist auf jeden Fall meine Givenchy-Tasche. Wenn ich mich jetzt für eine Designer-Tasche entscheiden müsste, die dieses Jahr, dann habe ich auf jeden Fall die hier getragen, immer mit dem langen Henkel, den habe ich jetzt abgemacht, weil ich die so besser ins Regal stellen konnte, was mit dem langen Crossbody-Henkel. Ich kriege hier gleich einen Anfall, wenn der sich hier weiter so verknotet. Aber ich liebe die Tasche wirklich, ich liebe den Henkel, ich liebe alles an dieser Tasche. Ich habe ja die nochmal in größer, aber die habe ich definitiv öfter getragen. Ich glaube, ich habe die große dieses Jahr nur einmal getragen. Oh man, aber die Zeit wird kommen, weil das ist halt eine Meeting-Tasche so ein bisschen. So wenn du dich zu einem Essen irgendwo triffst und sowas, ist halt wirklich selten passiert dieses Jahr. Deswegen ja, ich habe die kleine, also love it, wirklich. Lieb sie noch eh und je. Und Leute, ihr seht, ich habe die mega oft getragen und sie sieht einfach noch aus wie neu. Achso, für alle, die es nicht wissen, wie das Modell heißt, das ist die Givenchy Antigona Mini. Sonst habe ich auf jeden Fall noch die Captain & Sun Rucksäcke richtig krass aufgetragen. Also ich kann euch die wirklich nur empfehlen, da passt immer super viel rein. Ich habe die jetzt nicht geholt, die sind in meinem Jackenraum. Ich habe die ja sogar in zwei Farben, also die benutze ich auf Reisen, die benutze ich, wenn ich shooten gehe, um da meine Sachen reinzuquetschen. Das kann ich euch auch auf jeden Fall noch empfehlen, ne? Aber ich würde sagen, das waren so meine meistgetragensten Sachen dieses Jahr. Okay, bevor wir zu den anderen Klamotten kommen, würde ich sagen, machen wir mal kurz weiter mit Schmuck. Es ist nichts von den Dingen, die ich gerade trage, weil ich vieles davon relativ neu habe. Außer vielleicht dieser Ring hier von Louis Vuitton, den habe ich auch relativ oft getragen. Auch wenn ich immer extrem Angst habe, Sachen zu verlieren, denn jetzt kommen wir schon mal dazu. Seit ich den Ring von Caro hatte, hier von 99, der Ring ist so wunderschön, Leute. Der hat eine mega gute Qualität und seit ich diesen Ring hatte, habe ich ihn auch getragen. Also egal, ob Gold und Silber ihr seht, ich habe auch so eine Uhr hier in Gold und Silber. Mann, ich mixe das total gerne. Aber seit ich den hatte, habe ich den getragen, weil ich hatte schon mal so einen, der aber total schnell angelaufen ist. Der hat auch, da haben auch die Steine nicht so schön im Licht geglitzert und so. Und bei diesem Ring, ich finde den wirklich ultra schön, okay? Und ist ja von Caros Brand, 99. Und irgendwann habe ich den einfach verloren. Und ich war so, hä, das gibt's doch nicht. Und ich habe vor ein paar Tagen ja hier was in meinem Zimmer verändert, weswegen ich auch nochmal in meine ganzen Taschen reingeschaut habe und so. Und auf einmal habe ich diesen Ring gefunden. Und ich hatte so Angst schon, dass ich ihn verloren habe. Ich war schon kurz davor, ihn mir nachzukaufen. Deswegen trage ich so ganz teure Ringe immer auch nicht so mega in jeder Situation. Zum Beispiel auch an so Tagen, wo ich weiß, ich habe die den ganzen Tag an und irgendwann werden sie mich nerven und ich werde sie dann in meine Tasche schmeißen. Genau in diesen Situationen habe ich diesen Ring nämlich einfach in meine Taschen geschmissen und nicht gefunden gehabt. Ich war jetzt so happy, dass ich ihn wiedergefunden habe. Den habe ich im Sommer wirklich gerockt. Also der war mit mir auf Reisen. Ich finde den einfach mega schön. Der macht was her und das glitzert schön an der Hand. Ich habe aber noch so einen ähnlichen, den ich auch, ich habe den glaube ich fast im selben Zeitraum gekauft. Den hatte ich glaube ich ein paar Tage sogar vorher. Das ist dieser Ring hier. Der ist von Swarovski. Ihr seht vielleicht den Unterschied. Der hier ist so ein bisschen kuddelmuddeliger. Also, wartet. Hier, seht ihr das? Das ist Caros Ring, das ist der von Swarovski. Die habe ich beide, würde ich sagen, gleichermaßen viel getragen. Habe ich aber auch beide, also den hatte ich jetzt die ganze Zeit noch immer getragen, aber den hatte ich halt verloren. Aber auf jeden Fall dicke, fette Empfehlung. Ich versuche beides in die Infobox zu verlinken. Generell verlinke ich alle Sachen in der Infobox. Und ich wurde hier von niemandem bezahlt, das zu zeigen. Ich schreibe trotzdem ein Werbevideo, weil ich halt so viele Brands nenne, ne? Und die Sachen auch unten verlinke. Das sollte langsam jedem bewusst sein. Bei Ohrringen war es für mich auch eigentlich keine schwere Entscheidung, weil ich habe mir da einmal jetzt so kleine Stecker ausgesucht und einmal so ein bisschen größere. Ich liebe beide so, so sehr. Also bei den kleinen Steckern sind es definitiv diese hier von Swarovski. Hier, diese hier. Die sind, ihr seht es ja, die sind nochmal mit diesen kleinen Steinen hier so drumrum. Die finde ich so ultra schön. Die habe ich mir auf Amazon bestellt. Und das sind definitiv meine meistgetragenen Stecker. Was ich halt an denen so mag, ist, dass sie schon trotzdem ein bisschen groß sind. Ihr seht, die sind nicht klein und unauffällig, sondern schon so ein bisschen größer, was ich halt super, super liebe. Und die glitzern auch mega schön. Da sind noch keine Steine rausgefallen. Also ich liebe die sehr. Und ich mag bei Swarovski bei den kleinen Steckern immer extrem die Verschlüsse, die sind sehr bequem. Und bei meinen größeren Ohrringen sozusagen sind es definitiv die hier von Thomas Sabo. Ich glaube, die habe ich mir auch auf Amazon bestellt. Das sind solche kleinen Kreolen, die von der Seite schmal aussehen, aber von vorne dick sind. Und die sind super, super leicht. Ich habe noch ein bisschen dickere Kreolen, die habe ich aber irgendwie nicht ganz so oft getragen. Also ich habe immer die hier getragen. Ihr seht von der Größe vielleicht, die sind trotzdem schon so ein bisschen chunky, aber nicht zu viel. Und das waren so eine super schönen nicht-too-much-Ohrringe,
trotzdem geil, was soll ich sagen. Also wie gesagt, ich habe die noch einmal ein bisschen dicker. Also ich mag generell Thomas Sabo Kreolen irgendwie total gerne. Ich weiß nicht, ich finde, die sind leicht. Also die sind immer super, super leicht. Die sind überhaupt nicht schwer am Ohr. Deswegen trage ich das ganz gerne, weil manchmal sind so auffällige Ohrringe dann doch ein bisschen schwerer und das ist immer nicht ganz so das Wahre. Aber das waren auf jeden Fall, jetzt habt ihr auch mal so Gold und Silber so, auf jeden Fall meine meistgetragensten. Auch wenn ihr keine YouTuber oder so seid, aber es macht einfach total Spaß, finde ich, solche Listen zu erstellen und sich mal so anzuschauen, was man so das Jahr über alles getragen hat. Das hilft vielleicht auch mal so ein bisschen, um vielleicht auch auszumisten und so. Aber wenn ich diese Sachen mir jetzt hier anschaue, die auch noch kommen werden, dann ist es einfach, es war einfach die Wahrheit. Eine Sache, die euch vielleicht jetzt nicht so weiterhilft, ich würde sagen, Sonnenbrillen. Das Problem ist, warum es euch nicht weiterhilft. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es waren aber zu 100% diese beiden hier, beziehungsweise die hier. War ja meine eigene Kollektion mit Mr. Spex. Ich glaube aber, die gibt es nicht mehr. Falls doch, verlinke ich sie euch. Und falls nicht, verlinke ich euch ähnliche Modelle. Weil ich weiß, dass Farina, also No Banana Love, gerade mit denen eine Kollektion hat. Und ich finde, die Brillen sehen sich super ähnlich. Kein Shade, sondern das, ich finde es cool. Sie hat auch damals mein Modell bestellt. Ich glaube, sie wusste nicht mal, dass es von mir ist. Und hat mir definitiv die Verkäufe ein bisschen gepusht. Weil sie die auch immer verlinkt hat. Das hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall diese Brille hier. Und sie hat mir halt so gut vom Schnitt gefallen. Also ich kann die euch mal kurz aufsetzen. Leute, ich habe die geliebt. Ich habe mir die deswegen, und das ist deswegen meine meistgetragenste Sonnenbrille. Es gab ja super wenig Zeit dieses Jahr, wo man sich immer so aufgetakelt hat. Also im Sommer war ich schon öfter so mit Freunden und so, aber ich war die Hälfte der Zeit ungeschminkt. Und ich mache dann super gerne immer so diesen hier, dass ich einfach ungeschminkt bin und einfach rausgehe und keine Kontaktlinsen drin habe und so. Und deswegen hatte ich mir die hier mit Sehstärke machen lassen, weswegen die auch braun ist. Also man konnte sie dann nicht verspiegeln. Und Leute, I love it. Also das ist wirklich mein... Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mir mein Gestell mit Sehstärke gemacht habe und auch in braun und so. Also das ist einfach wirklich mein Baby. Und ja, die gibt mir einfach immer direkt ein gutes Gefühl, weil ich fühle mich morgens voll oft so unfertig gemacht, direkt aus dem Bett, zerwuschelte Haare, Brille auf und so. Das ist immer nicht so... So präsentiere ich mich da seltener, so wenn ich mich irgendwie gut fühlen will. Und deswegen ist das immer so ein bisschen so mein Gutfühl-Accessoire, wenn man das so sehen kann. Ich kann wirklich jedem Brillenträger, der wirklich sehr, sehr kurzsichtig ist und ohne Brille nicht rausgehen kann, so wie ich. Ich könnte nicht mal eine Straße lang laufen ohne, also ich würde direkt überfahren werden, ich könnte nichts sehen. Deswegen für jeden Brillenträger kann ich nur empfehlen, es macht so einen krassen Unterschied, wenn ihr euch eine Sonnenbrille holt mit Sehstärke, weil ihr euch dann eben in solchen Situationen, die ich gerade geschildert habe, einfach super gut fühlt. Dieses Jahr, was soll es anders sein? Es kommt auch das Thema Masken. Und da habe ich eine Maske, nach der ich super oft gefragt wurde und die wurde mir auch von meinem Management zugeschickt. Und zwar ist die von der Marke Smilo Dogs. Also diese Maske ist super stretchy, man kriegt dadurch sehr gut Luft und sie ist auch voll bequem. Also da mit der Maske kann ich immer nicht verstehen, die rutscht nicht. Ich kann nicht verstehen, wie Leute sich über Masken tragen aufregen, weil das ist einfach eine angenehme Maske. Und ja, die ist von der Marke Smilo Dogs. Ich werde super oft danach gefragt, weil sehr viele Leute die haben und niemand weiß so richtig, für was das Zeichen da steht. Aber ja, Smilo Dogs. Okay. Machen wir weiter mit Klamotten. Ich habe euch eine Jogginghose präsentiert, nach der ich wirklich so viele Fragen bekomme und ich habe sie zerstört. Ich muss sie mir wahrscheinlich jetzt wieder kaufen, weil ich habe ja letztens dieses eine Projekt gehabt. Oder weiß jemand, wie man das rauskriegt? Vielleicht diese Frage. Ich habe dieses Projekt gehabt, wo ich was lackiert habe und mir ist Lack auf diese Hose hier getropft. Wo ist es jetzt? Egal, werdet ihr bestimmt gleich sehen. Auf jeden Fall meine meistgetragenste Jogginghose bzw. Schlafhose, aber ich habe die auch immer gerockt, ist diese hier gewesen. Die ist von der Amazon Eigenmarke. Sieht jetzt hier gerade super unvorteilhaft aus, aber die ist wirklich geil. Also das ist der weichste Stoff aller Zeiten. Wirklich aller Zeiten. Der ist so richtig weich. Ich glaube, finde, man kann das auch irgendwie gut sehen. Das ist die stretchy. Ich trage die in der Größe M, einfach damit sie so ein bisschen größer ist. Man kann die schnüren. Ich liebe den Schnitt. Ich finde diese Jogginghose einfach super, super toll. Das ist die bequemste Chillhose der Welt. Und dieses Jahr war einfach Chillhosenjahr. Und deswegen, ich kann die jedem von euch nur ins Herz legen. Und ich glaube, die ist gar nicht so teuer. Ich glaube, die kostet so 18 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die ist auf jeden Fall von Amazon. Okay, warte, ich muss kurz die anderen Sachen holen. Machen wir weiter mit meinem allerliebsten Thema. Das ist mein Lieblingsthema Nummer 1. Und mein Lieblingsthema Nummer 2, würde ich sagen, ist Taschen. Jacken, Leute. I have a Jackenraum for my babies. Und ich habe dieses Jahr für Fotos schon einige Jacken getragen, aber ich bin jetzt einfach mal darauf gegangen, welche Jacke ich so am ehesten immer gegrabt habe. Wie gesagt, im Sommer braucht man fast keine Jacke und im Winter hat man sich meistens eh nicht verabredet. Deswegen habe ich immer einfach nur irgendwelche schlichten Dinge eigentlich getragen.
beginnen wir mal mit der Sommerjacke, nach der ich auch immer super oft gefragt werde. Ich würde schon sagen, dass das eine meiner meistgetragensten Jacken ist. Und das ist auch ein Teil, das kann ich einfach jedem von euch im Kleiderschrank empfehlen. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ich schon meine perfekte gefunden habe. Ach, das ist ein Thema, Leute. Das dauert Ewigkeiten. Aber die kommt ja schon sehr, sehr nah. Also ich bin immer noch auf der Suche nach so der perfekten Oversized-Biker-Lederjacke. Aber das ist eine, nach der ich sehr oft gefragt werde, weil die so ein bisschen länger ist. Also die ist Oversized geschnitten, aber ein bisschen länger. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, weil die war damals aus der Donna Romina X Naked Kollektion. Habe ich in der Größe 36. Aber es gibt super viele ähnliche Jacken, die so geschnitten sind. Deswegen verlinke ich euch auf jeden Fall mal ähnliche Modelle in der Infobox. Generell einfach eine Oversized Lederjacke, die man sich mal rüberschmeißen kann, weil Lederjacken dann auch trotzdem ein bisschen warm halten und so. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und das war auf jeden Fall, wenn es ein bisschen schicker war, meine Go-To-Jacke, glaube ich. Ich würde sagen, vielleicht sogar auch noch Cropped, aber bei den Cropped-Jacken und Winterjacke, also das ist auch die... Ich hätte es gar nicht so gedacht, weil... Ja, ich zeige es euch einfach. Ist jetzt auch irgendwie blöd, weil ich kann euch diese direkte Jacke nicht verlinken, weil ich glaube, die gibt es schon lange nicht mehr. Ich stehe mal kurz auf dafür. Oder ich rutsche ein bisschen weiter nach hinten. Das ist diese Jacke hier. Die seht ihr immer in meinen Stories. Und die war auch wirklich nicht teuer. Das ist eine Jacke von Vero Moda, die, glaube ich, 40, 50 Euro gekostet hat. Irgendwie so. Die ist super lang. Die ist nicht tailliert geschnitten, was ich an der super cool finde. Und die ist extrem leicht. Also die ist federleicht, diese Jacke. Auch das Füllung sozusagen, die ist nicht wirklich aufgeplustert und deswegen macht sie einen trotzdem voll schlank und hat keine Kapuze, was ich manchmal ein bisschen bedauere. Also ich hätte gerne vielleicht so eine ranmachende Kapuze, die man mal ab und an machen kann, weil im Regen. Ich trage die einfach mega gerne, weil die hält warm, auch in der tiefsten Kälte und ist lang genug für die tiefste Kälte und ich bin halt voll die Frostbeile. Ich kann euch aber auf jeden Fall mal ähnliche Modelle verlinken, falls ihr daran Interesse habt. Die hier ist halt wie gesagt von Vero Moda, aber habe ich wirklich jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre. Das ist immer so ein bisschen der Blogger-Zwiespalt. Ich sag's euch, Leute, ihr seid immer an Sachen interessiert, aber man kann ja nicht immer alles aus den letzten 5 Saisons verlinken. Und ich weiß, dass deswegen super viele Blogger ihre Sachen auch immer gefühlt jede Saison ausmisten. Aber dann kannst du ja nie, oder beziehungsweise erneuern, aber deswegen, dann kannst du ja nie dir irgendwie deine Lieblingsklamotten zusammensuchen, wenn es danach geht, Sachen zu verlinken. Deswegen tut mir wirklich leid, wenn ich für manche Sachen keine Links habe, aber ich versuche euch Alternativen zu verlinken. So, ein Shoutout von mir geht auf jeden Fall an die Bralettes von Urban Outfitters. Also falls ich etwas drunter gezogen habe oder das waren auch so super schöne Sachen, die ich immer im Sommer getragen habe, aber das benutze ich auch als BH-Ersatz. Also wenn ich mal denke, ich sollte ein BH tragen, ziehe ich diese Dinge an. Man sieht zwar manchmal ein bisschen die Party hier durch, falls ihr wisst, was ich meine, aber nur wenn es mega, mega kalt ist und ihr so seid wie ich, dass die gefühlt bei jedem Windhauch sich präsentieren wollen, ich finde die super, also ich finde das super, super schön. Das ist ein tolles Material, die sind so stretchy und das ist das erste so, wie nennt man das, Bralette-Bandeau, was ich wirklich über alles liebe. Ich habe mir auch dazu passend bei Asos eine grüne Jogginghose bestellt und so, damit ich das so als Set rocken kann. Ich habe das in allen Farben, ich habe das in Rot, Blau, Weiß, Schwarz, weil es einfach das bequemste ist der Welt und ich trage das in Größe M, glaube ich. Ja, in Größe M. I love it, wirklich. Es macht auch ein schönes Dekolleté, es ist einfach toll. Es ist einfach ein tolles Ballett und das kann ich nur jedem empfehlen. Also falls ihr auf der Suche nach sowas seid, das kann man als Top tragen, wie gesagt, so als Crop Top, aber einfach auch als Unterwäscheersatz. Also ich mache das mal so. Bei den nächsten Teilen konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Also es war ein bisschen schwierig. Ich werde euch auch wahrscheinlich nicht diese Sachen genau verlinken, aber ich würde sagen, ich verlinke euch dann einfach Sachen, die ich auch feiere. So. Also bei T-Shirts ist es so, oder bei Oberteilen, dass ich wirklich hauptsächlich so Oversized-T-Shirts getragen habe. Das hier war jetzt eins, was ich sehr gerne getragen habe, auch von Urban Outfitters, was einen super angenehmen Stoff hat. Das habe ich jetzt hier ganz neu zum Beispiel, auch einen coolen Stoff, aber ich mag, also der Stoff hier ist richtig geil. Das ist so ein bisschen Vintage-mäßig irgendwie. Also bei Urban Outfitters, finde ich, kriegt ihr extrem geile Oversized-Shirts. Das hier habe ich dann auch in Größe XL, glaube ich. Nee, in Größe L. Gerne einfach Männer-T-Shirts nehmen und in Größe L holen, dann sind die Oversized-T-Shirts. Also das hier zum Beispiel trage ich jetzt in S. Das sitzt dann aber so wie hier ein L-Männer-Shirt, also... Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Könnt ihr auch als Kleid tragen oder so. Dann habe ich als Pullover definitiv, und da kann ich es glaube ich auch nicht verlinken, ach egal, den und diesen anderen Champion-Sweater. Generell so Oversize-Sweater und das ist jetzt wieder dasselbe Spiel. Das sind immer Hoodies aus der Männerabteilung, die ich in Größe L habe und eigentlich für Marcel geholt habe, der sie aber nicht will und ich trage sie dann. Also das ist glaube ich einer, mit dem verbindet mich schon teilweise jeder und ich kriege immer Fragen nach diesen Champion-Sweatern, wo das in der Mitte steht und es ist auch so gestickt. Bei dem Weißen ist es glaube ich nur
mit so einem Gummi drauf gemacht. Gestickt finde ich schöner. Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also ich hatte die beide von Junkyard. Wenn ich welche finde, werde ich sie euch definitiv verlinken. Also keine Sorge. Bei Amazon habe ich die auch schon mal gesehen. Ich schau mal. Ich google. Und sonst kann ich euch nur die verlinken, die hier so links was haben. Aber was ich hier zum Beispiel auch mag, sind diese Drop Shoulders. Leute, Schnittloops, die gerade gegessen hat, ist kurz am Start. Ich muss euch nämlich noch was zeigen, weil das, ich finde, das muss man auch mit integrieren. Es geht ums Thema Unterwäsche. Da gehe ich mal kurz hier an meinen Schrank. Ich zeige es euch jetzt einfach so auf eine richtig unästhetische Weise, Leute. I show you my pants. Das hier sind einfach wirklich wahrscheinlich sehr unerotische Unterhosen. Aber auch die bequemsten Unterhosen aller Zeiten. Ihr seht, das sind so eine nahtlosen und auch in Hautfarbe. Also so gut wie bei mir werden die immer so ein bisschen grau, weil ich sie auch mit schwarz wasche und so. Das sind die bequemsten Hosen, die nicht zwicken, die wirklich nahtlos sind. Und ich mag, dass die hier so ein bisschen höher sind. Dadurch rollen die sich nicht so hin und her und sie sind wirklich so mäßig seamless. Also man sieht nicht, dass man was trägt. Und bei manchen Kleidungsstücken ist das ja ganz angebracht. Auch von Amazon, ich werde die euch verlinken, die sind super. Ich hole mir davon immer 1000. Also ich überlege fast meine ganze Unterwäsche nur noch in diese Dinger zu machen. Auch wenn sie echt nicht so ganz attractive sind, aber who cares. Und das letzte Teil, Leute, war, wenn wir jetzt bei Hosen sind, bei Hosen, die ein bisschen schicker sind. Schicker. Auf jeden Fall diese Mom Jeans hier kann ich euch jetzt auch super zeigen. Aber es war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Mom Jeans von Feind. Auch überhaupt nicht teuer. Aber das war, glaube ich, meine meistgetragenste Mom Jeans. Ich habe die in der Größe W28 L32, weil sie einfach so... Ist die dreckig? Und ich habe die aufgehangen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wasche die Wäsche falsch. Weil manchmal kriege ich die Flecken nicht raus. Ich fand diese Hose mega schön, weil die nicht so eine typische Jeansfarbe hat, sondern so sehr hell war. Und das Material war sehr, sehr leicht und sehr weich. Und man kam... Das ist die einzige Jeans, in der ich mich nicht so richtig eingequetscht fühle. Also die ist wirklich... Okay, andere Jeans auch nicht. Aber wenn Jeans so sehr hochwertig sind, sind die ja meistens so ein bisschen fester. Und die ist sehr, sehr weich. Also... Das ist eine sehr weiche Jeans und I love it und das ist eine Mom-Jeans und sie ist toll und sie ist von Amazon Eigenmarke Feind. Ja. Vielleicht war jetzt ein bisschen Shopping-Info für euch dabei. Ich fand es auf jeden Fall für mich super interessant, mal so ein kleines Recap zu haben, was ich dieses Jahr alles so getragen habe. Vielleicht könnt ihr ja mit irgendwas relaten. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob irgendwas davon auch euer meistgetragenes Teil war oder ob ihr irgendwann mit irgendwas relaten konntet. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen super guten Start ins neue Jahr und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.